Hey, schön, dass ihr dabei seid. ZDF heute live. Sie sind eigentlich unsichtbar und gleichzeitig unfassbar wichtig. An unserem Meeresgrund liegen ganz wichtige auf jeden Fall Kabel für kritische Infrastruktur, Pipelines, Unterseekabel für unsere Gas-, Internet- und Stromversorgung. Und seit gestern können wir alle sehen, gar nicht mehr unsichtbar, wie das aussieht, wenn sie defekt sind. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben uns dazu eingeladen, den Fregattenkapitän Göran Zwistek. Er ist Experte für maritime Sicherheit in der Ostsee, arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Abend, Herr Zwistek. Ich schaue noch mal in die Kommentare und möchte da gerne noch welche aufgreifen. Ich habe mich hier zum einen gefragt, hier ist eine Frage von Extract of Pineapple Gland, nennt er sich bei YouTube. Also er möchte gerne wissen, durch Nord Stream 1 und 2 wurde nichts mehr geliefert und sollte es ja auch weiterhin erstmal nicht. Welchen Sinn macht dann so ein Sabotageakt? Aus meiner Sicht würde ich hier zwei Effekte aufführen. Der erste Effekt ist natürlich der auf den Energiemarkt. In den letzten Tagen hat man beobachten können, dass die Preise für Erdgas auf dem Energiemarkt wieder abgesackt sind, niedriger geworden. Seit dieser Sabotage sind sie wieder gestiegen. Das hat einen Zusammenhang. Der zweite Effekt, das ist mehr so ein kognitiver, psychologischer Effekt. Es zeigt sehr deutlich auf, wie verwundbar wir sind als Gesellschaft durch diese maritime Infrastruktur. Es erzeugt vielleicht auch ein gewisses Gefühl von Angst, auch wenn es Redundanzen gibt. Das ist so dieser zweite Effekt, der dadurch generiert wurde. Man treibt also einen Angstzustand weiter und trägt ihn in die Gesellschaft rein. Das beantwortet hoffentlich die Frage. Guten Abend, hallo zusammen, willkommen zu ZDF heute live. Die Ukraine kommt mit ihrer Gegenoffensive gut voran und hat in den letzten Tagen einiges an Gebieten zurückerobern können. Das feiern die einen schon als die Wende im Krieg, die anderen sagen, Vorsicht, erstmal abwarten. Wir wollen heute zum einen über die militärische Lage sprechen, das werden wir tun mit Oberst AD Wolfgang Richter. Ich habe es gerade schon angesprochen, diese jüngsten Erfolge haben jetzt natürlich auch die Diskussion über deutsche Waffenlieferungen wieder angeheizt. Ja, da geht es ja jetzt um die Lieferung von Kampfpanzern. Der Kanzler sagt keine Angriffswaffen. Und dazu gibt es auch eine Frage von einem User auf YouTube an Sie, Herr Richter. Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Lieferung von Leopard 2-Panzern durch Deutschland? Und wie schwer ist es für die ukrainischen Soldaten, mit diesem komplexen Kriegsgerät umzugehen? Und ich fange mal mit der zweiten Frage an. Natürlich ist es nicht leicht, mit so einem komplexen Kriegsgerät umzugehen, wenn es dann wirklich instand gesetzt ist, einsatzbereit ist und dann muss eben die Ausbildung erfolgen. Diese Ausbildung dauert mehrere Wochen. Es geht ja nicht nur darum, einen Panzer zu fahren, sondern ihn als System zu bedienen. Dann kommt natürlich die Lieferung hinzu und die Einführung in die ukrainischen Streitkräfte. Also wenn man das alles zusammenzählt, muss man von mehreren Wochen, vielleicht auch zwei Monaten ausgehen, wenn man jetzt den Startknopf drücken würde. Das sehe ich allerdings noch nicht. Sie haben ja vorhin deutlich gezeigt, wie die Einstellung der Bundesregierung dazu ist. Es ist natürlich klar, wenn deutsche Leopard-Kampfpanzer mit also einer typisch deutschen Signatur russische Truppen über die Grenzen treiben, dann hat das eine ganz andere politische Wirkung, als wenn man so etwas in Kombination im Verbund mit Alliierten macht. Bis jetzt ist es richtig, dass wir noch nicht gesehen haben, weder Briten noch Franzosen noch Amerikaner liefern Kampfpanzer oder Schützenpanzer moderner westlicher Bauart. Ich glaube, wenn diese Linie überschritten wird, ich halte sie nicht für sakrosankt, das kann man überschreiten, aber dann nur im Verbund, nur gemeinsam, da wird es sicherlich keine deutschen Alleingänge geben. Man sollte aber auch nicht unterschätzen, dass die bisherigen Lieferungen von Artilleriesystemen, von Flugabwehrsystemen doch ganz erheblich war. Das ist ja auch der Bereich, in dem der Kanzler sagte, dass man einen deutschen Schwerpunkt bilden könnte. Und das hat natürlich auch ganz erheblich dazu beigetragen, dass die im Verbund mit anderen Lieferungen westlicher Partner, dass die Ukrainer diese Erfolge hatten. Also für mich ist die Lieferung von Panzern keine endgültige rote Linie, die nicht überschritten werden kann. Aber deutsche Alleingänge wird es mit Sicherheit dort nicht geben. Soweit unser kleiner Diskurs über die deutsche Diskussion über Waffenlieferungen. Wir wollen wieder in die Ukraine schauen.